Hallöchen und willkommen zurück zu Forgotten Books, die verzauberte Krone. Ja, im letzten Part haben wir einen kleinen Dachschaden gehabt, ja. Haben den Ast runtergerissen, regelrecht, die Blätter oben natürlich zurückgelassen, die Scheibe eingeschlagen. Wie schon gesagt, ich nix schuld, ich nix zahlen werden, ne? Denk dran. Und wir wollten dann auch noch gucken, wie das mit dieser tollen Perle funktioniert. Ich bin sowieso ein bisschen gespannt, wie dieses... Oder da, ob dieses Spiel nicht funktioniert. Na gut, drücken wir mal da. Ah, veränderte die Torposition auf den Rutschen, um den Weg für die Kugel zu den entsprechenden farbigen Löchern zu legen. Drücke spielen, um den Pfad, wenn du den Pfad bestimmt hast. Ach ja, da oben ist auch noch was. Ach Mann. Roll, 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 fröhlich rollt sie vor. Yeah, jetzt haben wir eine rote. Ah, super. So, und dann roll mal fleißig weiter. Ach, das hätte ich abkürzen können. Ach, ja. Naja. Mal ist im Nachhinein immer ein bisschen schlauer, nicht wahr? Ob das da abgekürzt wird, ist die andere Frage. Na gut. Ist sowieso die letzte Kugel, also. Was soll mich da noch kümmern, ne? So, alle Kugeln sind an ihrem Platz und wir haben einen Würfel erhalten. Wovon wir auch noch zwei Stück brauchen. Geh da in die Schublade und hol dir die zwei Würfel raus, Alter. So, was haben wir denn hier? Da ist nichts, da ist nichts. Da müssen wir wohl doch nach da oben in den Turm. Alter, das sieht alles kaputt aus. Was ist denn hier passiert? So, das war nochmal das mit den Zwillingen. Who's there? What? Was? Was geht denn hier ab? Eine sprechende Schriftrolle. Ohne Ohr. Hört sie nicht so gut, aber quatscht ohne Ende. Na super, auch das noch. Amelia wanted to save the world. Das hätten wir jetzt wohl nicht gedacht. Leere Schriftrolle. Irgendwas fehlt da. Amelia sent her son away. Hat ihren Sohn weggeschickt. Ja, das ist mir schon klar. Jetzt fehlt uns nur noch ein Mond. Ein Mund, meine ich. Ein Mond, ja. Oh Gott, nee. Mich überfällt das. Ach, jedes Mal, ey. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja, kann sie nicht viel reden. Das stimmt. Wollte die Welt retten. Hat ihren Sohn weggeschickt. Und da fehlt ein Steinherz, wie ich schon sehe. Das klappt. Okay. Ich glaub's nicht. Wir haben einen Mund gefunden. Amelia learned a terrible prophecy. You are looking for the enchanted crown. It is guarded by a griffin who lives in the tower. This will help you find what you need. Wir suchen einen Greifen, der in einem Turm lebt. Ah, Alarmglocke. Das letzte Teil von unten. Und wir schnappen uns gleich noch die Musiknoten, weil wir gerade Spaß bei ihr haben. Sonst macht's ja keinen Bock, ne? Alter. Ach, du Schande. Soll ich die... erstmal irgendwie auseinanderbringen.
So und so. Dann haben wir das schon mal auseinander. Auseinander haben wir das schon. Auseinander ist ja auch schön, wenn wir das mal auseinander haben. Auseinander ist ja so schön. Euch ziehe ich mal darüber, mal gucken, wie ich das am besten anstelle. So. Dann habe ich hier irgendwie ein Kreuz drin. Ich weiß auch nicht, wie da sowas passieren soll. Ja. Ja, nee, vielleicht. Dann passt der dahin. Der könnte hier so hinpassen. Irgendwie baue ich die so weit auseinander, dass es mir schon wieder unheimlich ist, dass ich die auseinanderbaue. So. Bauen wir mal ein bisschen zusammen hier. Sonst kriege ich wahrscheinlich noch große, große Probleme. So, da haben wir den ersten Kreis rausgefiltert. Irgendwie war das mir schon ein bisschen klar, dass das zwei Kreise werden müssen. Nur das Gemeine, was ich gerade bei sehe, ist, ich glaube, ich darf gleich die Sterne zählen. So eine Gemeinheit. Oder sind das gleich viele? Ach, wir gucken einfach nach. Wenn es nicht passt, ja, ist auch nicht schlimm. Sieht aus wie ein Gesicht, oder? Ja. Okay. Also wenn hier jetzt zwei Sterne zu viel sind, dann kommt das auf die andere Seite. Ach Gott, nee. Ja, sind zwei Sterne zu viel. Ach Mann. Oh Mann, es ist aber auch ein Bockmist. Auf gut Deutsch gesagt. Ah, ich komme hier sonst nur noch durcheinander. Setzen wir die mal hier rein. Sowas von rein da. Und rein hier. So, machen wir mal einen kleinen Kreis damit. Haben wir wenigstens ein paar Gesichtskonturen, wenn das eine mal fertig ist. Ist da auch nicht schlecht. Ja, da hast du den Mund und dann hast du hier den Hohlraum von dem Mund und dann irgendwo hier geht's mal abwärts. So, siehst du? Da geht's runter. In. Ja. Oh Mann. Irgendwie habe ich Angst, wenn es kein Pling macht, dass es dann nicht hinhaut. So. Jetzt übergreifen sich die Fäden langsam. War mir irgendwie schon klar, dass ich die vertauschen muss, Mann. Warum habe ich nicht gleich drauf gehört? Auf meinen Instinkt. Immer diese Instinkte hier. Nee. Was war das denn gerade? So, ein Gesicht ist fertig. Das zweite folgt zugleich. Ja, nee. Fangen wir mal hier an. Ist schöner. Ja, den Füller, den haben sie sich eigentlich auch ganz gut ausgesucht, muss ich zugeben. Passt wenigstens zum Spiel. Forgotten Books, wir schreiben hier eine Geschichte. Ja, was noch so gibt von den Entwicklern, weiß ich jetzt eigentlich gar nicht. Könnte sogar sein, dass das einzige Spiel ist von denen. Da müsste ich noch nachschauen.
Vielleicht bringe ich das ja danach dann raus. Dass sich keine Linien überschneiden, habe ich doch. Das hat doch überall blind gemacht. Hä? Stelle das Bildnis der von Zwillingen her. Platziere Sterne auf dunklen Flecken so, dass sich keine Linien überschneiden. Wähle einen Stern aus und ziehe ihn an die gewünschte Stelle. Welchen Stern habe ich denn jetzt ausgelassen? Ach nee, warte mal, ich glaube hier stimmt was nicht. ja. Ne? Ist das nicht gerade richtig so? Stehen doch alle drauf. Das ist ein schwarzer, das ist ein schwarzer. Das hat doch auch überall blink gemacht. Soll ja auf die schwarzen Flecken. Ist hier drüben was falsch? Kann ich mir so irgendwie gar nicht vorstellen. Das Einzige, wo ich mir was vorstellen kann, was eventuell falsch sein könnte, wäre hier am Mund, aber da kann ich doch auch nicht großartig was... Hä? Okay. Na gut, dann haben wir den zweiten Würfel erhalten. Hä? Was ist denn da beim Mond? Irgendwie ist da alles kaputt. Leider ist die Girlande defekt. Vielleicht kann ich sie wieder erstrahlen lassen. Mit was willst du die erstrahlen lassen? Ich weiß nicht. Ah, okay, das Rätsel haben wir dann auch gelöst. Sollen wir wieder zurück in den Garten? Und, ach ja, die Alarmglocke. Wo ist die denn? Hier haben wir sie. Oh, es bimmelt wie verrückt. Und die Tür geht auf. Eine Wundertür. Ein grässlicher Bleistift. Ich hasse das Ding. Ich hasse echt den Bleistift hier. Das ist langsam nie mehr schön. Das ist der Auszeichnung. Ich glaube, das war noch das Unterwasser-Auszeichnung. Was diese Glocken wohl mit der verschlossenen Tür zu tun haben? Vielleicht müssen sie erklingen. Vielleicht. What do you want, stranger? I can only reveal royal secrets to a person of good heart and intentions. Prove that you are worthy. Help me reach the sky. Hilf mir in den Himmel emporzusteigen. Ja. Hier ist der zweite Hüter des königlichen Verstecks. Die Bärin war allerdings eindrucksvoller und älter. Allerdings ist dieser Hüter im gleichen Alter wie der König. Ich sollte zumindest versuchen, dem armen Greif zu helfen. Mit so einem
Flügelapparat, ja. Ach du Schreck. Die Noten haben wir doch schon mal. Ach nee, was soll ich denn jetzt machen? Glocken fehlen. Um genau zu sein, 2 Stück. Was soll ich die denn finden? Wo soll ich die überhaupt herkriegen? Ach ja, stimmt ja, der Greif hat ja eine. Warte mal, kann der... Ah, jetzt kann ich die Glocke mitnehmen. Das ist ja verwunderlich. Das ist ja super. Bringe die Glocken richtig an. Wähle erst eine und dann eine andere aus. Um sie zu vertauschen, drücke den Abspielknopf, um deine Auswahl zu überprüfen. Okay. Ah. ist ja geil. Erst kriege ich die falschen und dann... So, und die letzten beiden. Top, die Wette gilt. Ne? So, die Glocken läuten. Und die Tür öffnet sich. Ach, ist das schön. Was ist das denn hier? Ein Stück Schnur? Ein Eimer? Ein Eimer! Ach, da hinten ist doch eine leere Sanduhr. Ich weiß, wo ich Sand dafür finden kann. In der Nähe befindet sich ein Sandkasten. Ein großer Sandkasten. So, dann schöpfen wir mal ein bisschen Sand ab hier. Dann haben wir Sand erhalten. Ab in die Sanduhr. Weil es so schön ist. Ja. Dieses Rad ist für eine Art Tier bestimmt. Ich habe aber keine Eichhörnchen in der Nähe gesehen. Vielleicht klappt es auch mit einem anderen Tier. Ja. Ich habe immer noch Sand. Kann ich nichts mehr mit anfangen. Mit einem anderen Tier. Wo finde ich denn noch ein Tier? Noch mehr Uhren. Oh, ein Sammelobjekt. 7 von 18. Irgendwie habe ich doch das doofe Gefühl, dass ich über die Hälfte vergessen habe. Hier kann ich einen Flügel für den Greif basteln, aber ich benötige ein Schema. Alter, das hört sich hier aber an. Überall klimpert und klackert es. Alter, was ist denn hier los? Also, wenn das wie dieser Part hier von der GEMA nicht wieder wegen Drittanbieter blockiert wird, dann weiß ich auch nicht weiter. Ohne das Rezept kann ich kein Glas herstellen. Ach, Glas. Ohne Rezept, na super. Nix da? Ach, da oben. Das Zahnrad können wir gleich hier einfügen. Das Zahnrad können wir gleich hier einfügen. Den. Was ist das denn hier? Warum geht denn der da runter? Was habe ich denn noch hier? Das habe ich zum Beispiel. Ah, es kommt hier ran. Da habe ich einen Schlüssel. Den Schlüssel können wir dann gleich hier einfügen. 5.05 Uhr. Ich habe noch keine Zeiger. Ah, das ist unser Zeiger. 5.
Einfach nur mal ein bisschen draufkloppen, da passiert schon irgendwas. Ach, oh Scheiße. Auch noch so ein Spiel. Das Kamel muss ich dann natürlich auch dementsprechend wegplatzieren, das ist klar. Muss ich irgendwie einen Dreher reinkriegen. Wenn das erstmal so hinkommt, kann ich mit dem Kamel... Ja, sieht sehr gut aus. Sieht sowas von gut aus. Oh, was ist denn das da? Ein anderes Tierchen? Mechanisches Tier. Aha. Jetzt weiß ich ja wenigstens, wie der Apparat hier vorne dann noch funktioniert. So, und wir haben den einen Endknopf für das Bett erhalten. Und die Uhr funktioniert sogar wieder. Nur wegen einem einzigen Seil. Schnur. Wegen einer einzigen Schnur. Was ist das denn für ein Wunderbett? Was haben wir hier? Diese Pyramide ist unvollständig. Würfel scheinen zu fehlen. Und zwar... Also die hättest du jetzt eigentlich auch so wegschlagen können von... mir aus. Okay, gucken wir mal. Eichhörnchen, Maske, Marienkäfer, Schiff, Fisch. Das ist ein Fisch, haben wir hier. Hahn, Schlange, Kreide, 6-mal. Ach so, nee, 10-mal Kreide. Da drüben fehlt dann nämlich die Kreide. Deswegen mal wieder. Becher und Ball. Super. Porträt und ein Turm. Das müsste ein Porträt sein. Haben wir wieder eine Kreide hin. Das ist doch gut. Überall ist Kreide. Überall habe ich Kreide. Noch mehr Kreide. Da ist noch mehr Kreide. Ich brauche so viel Kreide. Und Quietschspiel, nichts anderes, Alter. Das ist nie gut. Becher, Turm, Hahn. Hahn haben wir hier noch. Ein Turm haben wir hier. Ja, überall, wo eine Kreide hinter steckt, das muss ich irgendwie komischerweise das davor nehmen, ne? So, was fehlt uns denn noch? Eichhörnchen, Maske, Marienkäfer, Schiff, 5-mal Kreide, Becher und Ball. Hier ist nochmal Kreide. Hier ist eine Maske. Dahinter versteckt sich wahrscheinlich wieder eine Kreide. Klaro. Marienkäfer, Eichhörnchen. Warte mal, Eichhörnchen? Da ist ein Schiffchen. Und eine Kreide. Becher und Ball. Eichhörnchen und Marienkäfer. Das... Ach, das soll wohl ein Marienkäfer sein und dahinter versteckt sich noch eine Kreide. Yeah, wer hat's gedacht? Und wir kriegen demnächst das Kreideset noch zusammen. Hoffen wir's. Eichhörnchen und ein Becher mit Ball. Eichhörnchen. So, das ist fertig. Das Kreideset. Ist das jetzt nicht auch komplett? Becher und... Und dann ist erst das Kreideset komplett. Auch nicht schlecht. Und wir haben den Kreidekasten erhalten. Jetzt können wir... dem guten Drachen einen Flügel anmalen. Hä? Okay.
Ui. Was geht denn hier ab? Das sieht ja schick aus. Vor allem der Baum. Farbige Samen. War da nicht irgendwie ein... Ja, da war mal was, ne? Federn, ja. Ah, ja, Sammelobjekte, ja. Die Federn, ja. Federn bis zum geht nicht mehr. Und Rahmen. Ich brauche ein Blatt Papier, um das Schema abzupauschen. Da haben wir das Blatt. Da haben wir die Kreide. Wie detailliert man einfach mal mit drüber streichen ein Schema hinbekommt. Warte mal, ein Griff. Er muss zusammengebunden werden. Dafür hast du jetzt aber nichts mitgenommen, ne? Nee, hat sie nicht. Hat er nicht, meine ich. Ich bin irgendwie immer noch so ein bisschen auf, ja, die anderen Spiele. Truth hier zum Beispiel. Da spielen wir sie, ja. In dieses Netz gehört eine Spinne. Müssen wir schon auch noch eine mechanische Spinne suchen, oder was? Wasser, was haben wir denn da? Ein Brenner. Ein Regenbogenbaum und Regenbogenwasser. Ich muss etwas davon mitnehmen. So zum Beispiel. Sonst können... Oh, Regenbogenwasser. Ja, sonst können die Samen wohl nicht keimen, wenn wir kein Regenbogenwasser nehmen, sondern nur normales Wasser. Was soll das denn hier sein? Wunderschön, aber einige Teile scheinen zu fehlen. Das ist natürlich nicht wunderschön. Ach, okay, da haben wir die Glassterne. Da werden wahrscheinlich noch ein paar da oben reingehören. So, abgeschlossen, abgeschlossen. Da soll noch irgendwas drin sein. ja. Ach ja, wir haben ja den Glasmond. Glasstern. Da werden wir natürlich auch noch was zu suchen haben. Ah, dann war das das hier erstmal. Dann gucken wir mal hier. Das war das Falsche. So. Legen wir das mal an. Dann haben wir ja unseren Laken. Die Decke bringt nichts, okay. Ich brauche etwas dicken Stoff. Eine Decke würde ausreichen. Jetzt passt gut. Und wir haben einen mechanischen Flügel. Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Und keine Unterbrechungen. So, wir haben Sand. Und wir haben jetzt einen, ja, einen Brenner. Und die Uhr, die wieder mal verrückt spielt. So. Dann kommt das gleich mal hier rein. Und wir haben ein Kometenteil selbst erstellt. Alter, was ist denn hier los? So lange waren wir doch nicht weg, oder? Diese Spinnennetze müssen entfernt werden, allerdings nicht mit bloßer Hand. Warum nicht? Das macht doch erst recht Spaß, oder nicht? Da, 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 da. Ganz schön viele Spinnen, wie ich jetzt hier auf dem Bild sehe. Ist ja kein Wunder, dass das so schnell ging. Wo kommen die denn alle her, Alter? Alter, ne? Alter, der Typ sagt immer wieder Alter. Ach du meine Güte. I can't believe it.
I can fly again! Thank you! Here, this will help you find the place where the crown is hidden. So, in Mondstein. Und eine Auszeichnung. Greifenfreund für die Rettung des Greifen. Top, top, top. Da fehlt doch eins dazwischen. Das gefällt mir jetzt ganz und gar nicht. Da habe ich doch bestimmt irgendwo was ausgelassen. Das kenne ich da schon von mir hier. Oh, das kenne ich nur zu gut, Janja. So, Regenbogensamen, dann das Regenbogenwasser und dann haben wir Regenbogenblumen. Ja, voll und ganz. Sagen wir doch so gleich so, schraub eine Glühbirne in den Boden, gieß ein bisschen Wasser drauf und du hast eine, ja, einen Birnbaum. Oh Mann. So, dann sind wir auch schon wieder an der Zeit angekommen. Dann würde ich wohl mal sagen, werden wir im nächsten Part mal schauen, was sie so mit diesen leuchtenden Kugeln anstellen lässt. Mit dem Mondstein, den Kometenteil. Wissen wir schon, wo er reingehört. Ja, und ob wir die Krone dann auch noch finden werden. Hier hat sich nichts geändert, okay. Das zeigt hier leider nicht an, ob sich da mal was ändert. Das ist ja jedes Mal das Problem, dass ich da jedes Mal nachgucken muss. Ja. Also, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, könnt ihr mich natürlich auch abonnieren. Oder mal dem Video, wenn's, na, wenn euch meine Let's Plays gefallen, könnt ihr natürlich auch Daumen nach oben setzen, Kommentare abgeben, ob was euch jetzt gefallen hat und ja, was nicht so, damit ich mich mal so ein bisschen orientieren kann. Ihr könnt mir natürlich auch in die Kommentare schreiben, was ich mal demnächst Let's Playen sollte, sofern es bei mir mal mit dem Geld stimmt. Wenn es kostenlose Spiele sind, dann bin ich natürlich immer gern zu haben. Und wenn es Horrorspiele sind, ja, muss ich mir mal überlegen. Ja, also dann würde ich wohl mal sagen, wünsche ich euch nach wie vor einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Part, euer Davilo und tschüss.